Der Berg fordert dich, physisch, intellektuell und spirituell. Der Plan ist, das Küstengebirge von British Columbia und Alaska zu überqueren. Nur ich und meine Mutter. Ich werde bald 60. Lass es uns machen. Die Strecke wird vermutlich um die 2300 Kilometer betragen. Der Weg, den Sie gehen wollen, ist weiter als von Kanada bis nach Mexiko. 3, 2, raus damit! 6 Monate da draußen in den Bergen zu sein. Also ich würde diese Reise nicht machen. Das ist Benzin! Oh, ich dachte schon, es wäre Wodka. Wir verbringen so viel Zeit jenseits unserer Körper und seiner Funktionen. Ich will nicht sterben. Ich steige da hoch, weil ich leben will. Dann ging ich einen Schritt weiter und bekam 4,2 Meter. Wir werden Todd nicht tot nach Hause tragen. Wir finden ihn lebend. Am stillsten Punkt der sich drehenden Welt. Da findet der Tanz statt. Die Momente der Ehrfurcht, ich würde sogar fast sagen der Gnade, die man dort oben erleben kann. Aber ich fühle mich nicht alt. Ich glaube, dass ich das kann. Ist es zu gefährlich? Sollen wir lieber einen anderen Weg finden? Sollen wir zurückgehen oder doch weitermachen? Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir scheitern. Sie hat zuvor noch nie etwas so Schweres getan.